Riesenstimmung vor 8200 Zuschauern im Pappelstadion. Mattersburg mit einem 3-5-2-System und das geht völlig in die Hose. Rapid ganz in Weiß von Anfang an spielbestimmend. Schwab, Hofmann lässt durch und Florian Kainz zieht mal ab. Fünfte Minute 1-0, Rapid, viertes Saisontor Kainz. Der früheste Treffer von Rapid in dieser Saison. Warum ist da Kuster nur stehen geblieben? Das zeigen die Lupen. Der Schuss von Kainz wäre wohl Mitte Tor gegangen, aber weil ihn Thorsten Mahrer noch entscheidend abfälscht, ist für den Mattersburger Torhüter da nichts zu machen. Eine frühe Führung und auf dieser basierend kontert Rapid die Burgenländer eins ums andere Mal aus. Dann Kuster, der mit dem Ball in Händen über die Strafraumlinie drüber rutscht. Klare Sache, Freistoß für Rapid und gelb für Kuster wegen des Ballwegdreschens gab's obendrauf. Freistoß Steffen Hofmann auf den Namens-Fast-Kollegen Stefan Stange. Drittes Saisontor für den Linksverteidiger. Das neunte Kopfballtor von Rapid in dieser Saison. Das ist Ligaspitze, da gibt's für Kuster gar nichts zu halten. Stange steigt höher als sein direkter Gegenspieler, als Kano. Zu diesem Zeitpunkt 21 Minuten gespielt und es geht nur in eine Richtung. Wieder Hofmann zurück in der Startelf mit einem wunderbaren Pass auf Schobesberger, aber der schlenzt den Ball dann mit der Innenseite am langen Eck vorbei. Knappe halbe Stunde gespielt, Rapid über Schwab, über Stange und da ist Prosenik. Im zweiten Versuch macht er den dann doch noch rein. Zum ersten Mal trifft Philipp Prosenik in der Bundesliga schon vor der Pause. Kein Abseits in dieser Situation beim Pass von Schwab. Stange mit dem 2-0 und mit dem Assist zum 3-0, Minute 29. Mattersburg in völliger Auflösung. Vorne kaum vorhanden, hinten völlig offen. Rapid hat richtig Spaß an diesem Abend. Der überragende Kainz schon wieder auf diesen Stange und Steffen Hofmann trifft nur die Querlatte. Mattersburg nach 32 Minuten mit 0-3 gut bedient. Drei Minuten später sollten die Burgenländer dann zu ihrer ersten und einzigen wirklichen Gelegenheit in der ersten Hälfte kommen. Berlak, ansonsten durchsichtig, gut gespielt auf Röcher und Jan Novota, Slowake, im Stile eines Eishockey-Torhüters. Und dann geht's ratzfatz im Umschaltspiel. Schwab raus auf Schobesberger. Kano, der nicht mehr hundertprozentig fit ist, hechelt hinterher. Kainz vorbei an Kuster mit Übersicht. Prosenik, Doppelpack, 4-0 Rapid, 36. Minute. Umschaltspiel der ganz besonderen Art nach einer Großchance für den Gegner über vier Ballkontakte bis rein ins gegnerische Tor. Naja, und wenn der Prosenik schon einen Doppelpack schnürt, weckt das Begehrlichkeiten bei Mitspielern. Schobesberger hat auch viel Platz auf seinem Flügel. Hofmann elegant mit der Sohle und da ist der Doppelpack von Florian Kainz in Minute 39. Der erste Saisonassist von Hofmann, der nicht zu einem Kopfballtor führt. Zwei Spieler gehen da raus auf den Kopfball, nämlich Mara und auch Maximenko. Daher so viel Platz für Schobesberger. Hofmann dann mit viel Übersicht. Ja, und Florian Kainz nach seinem Teamdebüt mit unglaublicher Spielfreude und auch zielorientiert. Doppelpack Kainz, Doppelpack Prosenik, dazu einmal Stangl. Rapid führt 5-0. Ivica Vastic bringt zu Beginn der zweiten Hälfte zwei neue. Einer davon ist Patrick Bürger und der macht in Minute 52 nach dem Freistoß von Röcher das 1-5. Das erste Kopfballgegentor für Rapid in der laufenden Spielzeit. Und der war alles andere als einfach zu nehmen für Patrick Bürger im Zurücklaufen. Setzt er aber den Kopfball ideal gegen die Bewegungsrichtung von Novota in die Ecke. Aber wer geglaubt hat, dass Mattersburg hier nochmal irgendwie rankommt, der irrt. Rapid kontrolliert das Spiel. Jelic kommt dann für Prosenik und Jelic kommt zu seiner ersten Gelegenheit nach 68 Minuten. Nona, freigespielt von Florian
keins. Dann lange Zeit wenig Höhepunkte. Rapid hat das Spiel im Griff. Rapid verabsäumt, weitere Tore zu machen. Bis Minute 83. Dann trifft auch Mate Jelic. Vorbereitet von, klarerweise, Florian Kainz, der mit Höller so richtig Spaß hatte an diesem Abend. Zweiter Saisontreffer Jelic. Und das soll es dann irgendwie auch gewesen sein. Die allerletzte Chance im Spiel hat Mattersburg bezeichnet nach einem Fehler des Gegners. Dibon auf Schwab, der schießt den eingewechselten Sprangler ab und dann ist wieder Bürger da, trifft den Ball aber mit dem Außenriest. Mattersburg verliert zum dritten Mal in Folge in der Liga, kassiert die höchste Niederlage seit dem Wiederaufstieg. Rapid feiert einen 6:1 Kantersieg, zieht zumindest bis morgen mit Salzburg punktemäßig gleich.